wunderschönen guten Abend hier auf der Insel Rügen in Bergen. Ich wollte noch drei Worte loswerden, weil, wie gesagt, das schon von vorhin angesagt worden ist, die allgemeine Impfpflicht ist vorerst gestoppt worden. Aber wir haben auch noch die Einrichtungsbezogene und das ist eigentlich der nächste Schritt, die muss nämlich auffallen. Und das Allernächste wäre eigentlich, dass wir die ganzen bescheuerten Verordnungen mal loswerden. Und ich zitiere jetzt mal von einem Post von Herrn Reitschuster, den hat er Anfang April veröffentlicht. Da geht es nämlich darum, ich bin zwar nicht so ein Paragrafenwald, aber man muss sich das gerade mal reinziehen, ganz kurz. Das gibt nämlich eine medizinische Bedarfsversorgungssicherungsstellungsverordnung. Ja, ja, das ist wirklich wahr. Und diese Verordnung schafft es, Arzneimittelgesetze außer Kraft zu setzen. Sie wurde jetzt neuerdings verlängert bis zum 24. November 2022. Und sie setzt zum Beispiel Arzneimittelgesetz außer Kraft, Verbot des Inverkehrbringens abgelaufener Arzneimittel zum Beispiel, gilt dann für Covid-Impfstoffe, Kennzeichnungspflicht von Arzneimitteln außer Kraft gesetzt für Covid-Impfstoffe, Packungsbeilagepflicht, Impfstoffe von Covid brauchen wir das nicht. Fachinformationen, Impfstoffe müssen keine Fachinformationen belegt werden. Zulassung für Covid-Impfstoffe braucht man ebenfalls nicht und, und. Das geht die ganze Zeit so Reihe runter. Und da gibt es auch eine Arzneimittelwirkstoffherstellungsverordnung, die regelt dann die Qualitätssicherung von solchen Sachen. Und die Zustimmung der Behörde ist jetzt ausreichend. Man muss jetzt nicht mehr die Qualitätssicherung machen und man muss auch gar nicht mehr staatliche Kontrollen machen von irgendwelchen Chargen. Das ist alles hinfällig, braucht man nicht mehr. Und für diese Giftsuppe, die uns dann hier verabreicht werden soll, macht man in solchen großen Ländern dann die Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr das Käseblatt gekriegt habt am Wochenende, Blitz und Ostsee-Anzeiger von der Bundesregierung ganz groß, Impfen hilft. Und das andere war Warten nicht oder so. Ich meine, die haben ja recht. Ne? Das wirkt. Man weiß, wir wissen mittlerweile auch schon wie. Und das Allerbeste ist, es gibt ja schon keine dritte Boosterimpfung oder vierte Boosterimpfung mehr. Es gibt ja jetzt mittlerweile die zweite Auffrischungsimpfung. Das hört sich ein bisschen geschmeidiger an. Und dann wird mir dort suggeriert, dass ja die zweite Auffrischungsimpfung vierfach höhere Sicherheit gegen schweren Verlauf bringen soll. Ich meine, Sie haben damit auch recht, weil 4 mal 0 ist immer noch 0. Da kommt nichts Neues. Verordnungen, die da gemacht werden. Und mir hat die Frau gerade gesagt, die basteln schon wieder am nächsten Sachen, dass ich mir versuchen, hintenrum den Pflicht doch einzuführen. Wir müssen letztendlich im Teil davon nicht stehen bleiben, sondern weitergehen, diesen ganzen Quatsch beenden und diese Giftsuppe verbieten. Wir müssen eigentlich dazu übergehen, diese Impfagenda, Kampagne sofort zu stoppen und sagen, sofortige Impfstopp. Und sofortige Verbot dieses Giftstoffes. Denn das Zeug kann töten. Und ich darf nicht rauchen, ohne gesundheitsschädigende Leviten vorgelesen zu haben. Ich soll mit Alkohol anständig umgehen, aber ich kann mir was in die Arme pumpen. Das ist auch gar kein Problem, das können wir alles machen. Und das sollte auch der Zwang machen. Und ich sage jedem Regierenden oder amtlichen Behörde, der mir gegenüber sagt, ich muss mir das abtun, und er würde mich unter Zwang setzen. Widerstand auf allen Ebenen. Du hast es schon ganz richtig gesagt. Es ist kein Medikament, weil es nicht die Voraussetzung für ein Medikament erfüllt. Und es ist erst recht keine Impfung, ja? Weil es kein Impfstoff ist, es ist einfach nur Gift. Und das Einzige, was das Zeug bewirkt, ist das Immunsystem aufpushen. Deshalb tut das 3 Wochen mal etwas mehr schützen. Das ist aber nur, kann man auch mit Aluminium erreichen, das ist das Gleiche. So, jetzt können wir gehen.